Guten Morgen, Sonnenschein, ne? Gut geschlafen? Das möchte ich lieber von einer Frau gefragt bekommen. Was meinst du damit? Wie weit bist du gestern noch an den Schnitt gekommen? Fertig, ich brauche nur noch das Titelbild. Das habe ich gestern noch gemacht, schau's dir mal an. Alter, das sieht richtig gut aus. Wie hast du das gemacht? Ganz einfach, ich habe mir das Auge verpasst. Man würde meinen, es wäre ein ganz anderer, gell? Ja, richtig niedlich. Aber gut gemacht. Welcher Tag ist eigentlich heute? Mittwoch. Warum? Wollten wir gestern nicht Kevin abholen? Kannst du mich nicht nächstes Mal vorwarnen, wenn du das Wort mit K sagst? Echt ein armes Bürstchen, weißt du das? Ich meine, schau dich doch mal an. Selbst deine Freunde lassen dich im Stich. Wahrscheinlich haben sie irgendwas Besseres zu tun. Bullshit. Ja gut, aber... Deine Freunde haben ganz recht, dich nicht abzuholen. Wieso rede ich eigentlich mit dir? Du bist doch nur erfunden. Na warte. Hey! Hey! Ich bin da. Habt ihr mir schon was gekocht? Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Scheiße. Andi, er hat uns gefunden. Ich dachte, ihr wolltet mich abholen. Gestern. Habt ihr mich vergessen? Oder was war los? Nein. Andi, wollten wir ihn abholen? Nein. Wollten wir nicht. Und die Karte, die ihr mir gegeben habt, war auch nicht wirklich hilfreich. Ich war in Novigrad und bin dann nach Lysima runter. Aber ich hab's nicht gefunden und... Das ist eine Witcher 3 Ingame-Karte. Das erklärt einiges. Heißt das, ich bin falsch abgebogen? Oh ja, natürlich. Siehst du die Abzweigung da auf der Karte? Ja. Na, du hättest den Mittelhain anders abbiegen müssen. Richtung Krähenfels, an dem dunklen Wald vorbei und natürlich den 3 bösen Hexen grüßen. Dann wärst du da. Wirklich? Nein, verdammt nochmal, das ist eine Ingame-Spielkarte. Also ich war letztens in Lysima. Siehst du, wenigstens er versteht mich. Na, was machen wir jetzt? Was Cooles? Wir haben dich für nichts eingeplant. Tu bitte einfach so, als wärst du nicht da. Jetzt flenn mal nicht hier so rum. Wer ist da? Oh, da ist mir jetzt wohl die Kerze ausgegangen. Können Sie mal kurz halten? Dankeschön.
falsche Richtung. Ich gehe hinter ihnen her. Überraschung! Wer sind Sie? Hohoho, das, mein Junge, ist uninteressant. Viel wichtiger ist, wer du eigentlich bist. Kevin. Ich heiße Kevin. Also, meine Freunde sagen, ich bin ein Kevin, aber mein Name ist Kevin. Oh, ein netter Name. Setz dich doch. Leiste einem alten Mann ein bisschen Gesellschaft. Wie? Keine Reaktion auf meinen Namen? Keine Beleidigung? Keine Wortspiele? Das ist... Diese Situation... Die kenne ich einfach gerade gar nicht. Ich fühle mich gerade zu gut. Nicht zu schüchtern. Anscheinend wird nur Schlechtes über deinen Namen berichtet. Ja gut. Mit den ganzen Kevin-Witzen im Internet und meine Freunde und... Internet, alle, ja, Internet, das ist echt grausam. Alle hacken auf mir rum und... Ich meine, damals war es cool, mit Kevin allein zu Hause und sein Kind dann Kevin zu nennen, aber jetzt, ja, mittlerweile bist du echt gestraft. Kevin, ich möchte dich zu einem Alpha ausbilden. Aber unbedingt. Doch ich muss dich warnen. Ich hatte bereits einen Schüler, die mich genau das gleiche angeboten haben. So wie du jetzt hier sitzt, saß einst mein anderer Schüler. Ich habe ihn ausgebildet. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, auch etwas aus deinem Namen zu machen. Denn du bist für größere Dinge bestimmt. Möchtest du, dass ich dich zu einem Meister ausbilde? Zu einem Meister der Künste? Zu einem Alpha? Stopp! Was ist ein Alpha? Oh, das, mein Junge, das wirst du schon bald erfahren. Dann lass das Training beginnen. Oh ja, gib Faust, Opi. Mein Schüler, du hast dieses Training in kürzester Zeit hervorragend beendet. Ich kann nichts mehr für dich tun. Meister, ich bin bereit.